Herzlich willkommen, liebe Freunde von noobtech.at, zu einem weiteren kleinen Tutorial oder besser gesagt einem Overview. Ich möchte euch heute das Programm Display Fusion vorstellen. Dies kommt zum Einsatz bei Multimonitoring. Das heißt, wenn man zwei, drei oder noch mehr Monitore an seinem PC angeschlossen hat. Hier hat man die Möglichkeit, dann jeden Monitor einzeln zu steuern, Hintergründe zu vergeben. Lange Rede, kurzer Sinn. Schauen wir uns gleich mal die Webseite des Herstellers an. Diese ist Binary Fortress. Die URL sieht so aus. Hier hat man nun die Möglichkeit, einen kostenlose Version downzuladen oder sich für die Pro-Version eine einmonatige 3-Lizenz zu holen. Wir sehen uns gleich mal die Unterschiede an. Sind doch etwas gravierender. Sieht man an den roten und grünen Häkchen. Die Pro-Version kostet 25 kanadische Dollar, macht summa summarum 16 Euro, also relativ erschwinglich. Also hier kann man dann genau erkennen, was ist in der Vollversion drinnen, was ist in der Trial-Version drin. Gut. Die Oberfläche des Programms sieht dann so aus. Wie ihr erkennen könnt, habe ich an meinem PC drei Monitore angeschlossen. Mit jeweils anderem Hintergrund. Ich kann hier jeden einzelnen Monitor markieren und habe dann hier die Möglichkeit zu sagen, ich benutze ein Bild. Ja, klar, was sonst. Hab dann hier die Möglichkeit zu sagen, er soll eine Slideshow machen. Ich könnte auch direkt Bilder von Flickr oder von Flutter Studio benutzen. Das mache ich in meinem Fall eigentlich nie. Ich zeige das hier mal in der Mitte, dann sieht man das besser. Ich habe dann hier unten die Möglichkeit zu sagen, ich möchte ein Bild laden von wieder meinem Computer, Flickr, Flutter Studio, in dem Fall meinem Computer. Suche mir hier dann ein Bild aus, sage öffnen und wie man sieht auch in der Vorschau, er nimmt das sofort. Jetzt gehe ich auf Anwenden, dauert es nicht lange und er verändert mir den Hintergrund. Das machen wir jetzt wieder rückgängig. Gut, ich könnte dann hier noch sagen, wie das Ganze angepasst werden soll an den Monitor. Ich habe hier dann die Möglichkeiten, wie gesagt, angepasst bei gleichem Seitenverhältnis, angepasst Kanten abschneiden, angepasste Breite, angepasste Höhe oder nebeneinander. Ich könnte auch sagen, ich mag hier nur ein Bild haben, weil ich es genau in dieser Größe habe, wie die drei Monitore sind. Dann gehe ich her und gebe nur der Mitte ein Bild und sage es über die ganzen drei Monitore verteilen. Siehe auch hier unten immer wieder, wenn ich den Monitor anklicke, Bild festlegen, Bildschirm Nummer 1, 2, 3. Könnte auch nur normale Hintergrundfarben vergeben. Ich habe dann hier noch diverse Einstellmöglichkeiten. Ich habe hier Einstellungen, Tastenkürzel, Fensterfang, etc. etc. Klicken wir uns mal durch, sehen wir uns das mal kurz an. Ich gehe mal unter Einstellungen. Kann ich mit Windows starten. Auf Updates prüfen. Ich habe dann diverse Tastenkürzel, damit ich die Fenster bewegen kann. Ich könnte sie dehnen,
etc. etc. Das ist dann ganz mir überlassen, wie ich das mache. Ich benutze es eigentlich nie, denn hier hat man immer so einen schönen Button, da kann man das immer schön verteilen auf diverse Monitore. Man geht dann immer ein für einen durch und behält auch dann eine Position. Hier kann man sich eben dann das Symbol aussuchen, die Taskleisten, die vier Taskleisten auf allen Bildschirmen, das ist der nächste Vorteil. Ich habe auf jedem Bildschirm dann eine Taskleiste, also wenn ich beispielsweise auf dem linken Monitor ein Fenster offen habe, dann ballt sich das nicht alles so in der Mitte auf. Also ich habe da nicht hunderttausende Icons dann in der Mitte liegen, sondern sie verteilen sich auf die einzelnen Monitore. Hintergrund ist dasselbe. Ich habe dann hier noch den Fensterfang. Da kann ich sagen, er soll mir die Fenster einstellen, dass ich, wenn ich es nach links oder rechts rücke, soll er zuerst stehen bleiben und dann weitergehen aufs nächste Fenster oder eben im selben Monitor bleiben. Proxy. Für was das wieder gut ist, keine Ahnung. Es sind einige Sprachen vorinstalliert, darunter Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Russisch, Chinesisch, was weiß ich. Hier haben wir dann die Lizenz, da ich die Pro-Version nutze. Die Kompatibilität ist hier bei mir nichts eingetragen. Und es gibt auch eine Fehlerdiagnose. Okay. Wenn ich hier was verändert habe, dann gehe ich hier wieder auf Anwenden. So sage ich Abbrechen. Ich kann dann hier noch im anderen Menü die Position der Bilder verändern, wie ich sie möchte. Ich kann auch die Bildskalierung, ich kann sagen, ich möchte das nur 55%. Dann sieht man sofort, okay, hallo, der hat mir das verkleinert. Wir lassen das Ganze natürlich bei 100%. Ich gehe jetzt hier, Vollständigkeit halber, und mache mein Triptychon wieder komplett. Sieht dann so aus. Anwenden. Und ich habe im Prinzip ein Bild einer offenen Festplatte über drei Monitore verteilt. Tja, liebe Freunde, das war's im Großen und Ganzen, was es zu Display Fusion Pro zu sagen gibt. Ich finde, es ist eine tolle Software, nicht übermäßig teuer, also für jeden leistbar. Hat auch noch den Vorteil, wenn man mehrere Lizenzen gleichzeitig kauft, dann werden die immer billiger und billiger. Also wenn ihr Freunde habt, redet euch zusammen, werft das Geld in den Topf und bestellt euch das dann zusammen. Ich denke, das war es mal im Großen und Ganzen, was es zu Display Fusion Pro zu sagen gibt. Ich wünsche viel Spaß mit dem Programm. Ich hoffe, es hat geholfen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei wärt. Bis denn. Ciao.